Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nichts riskieren, abonnieren, damit ihr auch keins dieser tollen Werkzeuge verpasst. Heute ist Community Friday. Und da hat mir der Karl-Heinz geschrieben, nachdem er sich meine Lieblingsbildhalter reinzogen hat, Toolboy, guck dir mal von Viha den Micro ESD-PZ an. Und das möchte ich heute machen. Ich habe auch noch ein paar andere gefunden, über die ich im Verlauf dieser Folge mit euch reden möchte. Euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass das Bild in Farbe und bunt ist, ja, in einer hervorragenden Qualität mittlerweile, nämlich in 4K. Und das ist auch die Probe aufs Exempel. Ich habe die Stunde genutzt, die Gunst der Stunde, und habe die Kamera an Start gebracht und ist vielleicht noch ein bisschen provisorischer Aufbau, wackelt noch ein bisschen und ist vielleicht noch nicht hundertprozentig gut ausgeleuchtet, aber ich denke, das wird schon mit der Zeit. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet, weil dieses Equipment echt teuer, auf meiner Kanalseite oben im Eck ist so ein PayPal-Button und ich sehe jetzt auch, wohin zeigt. Das gefällt mir auch ganz gut. Aber die macht 30 Frames per Second. Da könnt ihr mir einen oder anderen Euro da reinlaufen lassen. Ja, dann kann ich nämlich mehr von diesen tollen Wünschen erfüllen. Es ist generell sowieso so, wenn ihr der Meinung seid, ich bin auf irgendeinem Werkzeug nicht weit genug eingegangen, dann könnt ihr mir das sagen, dann halte ich es nochmal in die Linse. So, lange Rede, gar kein Sinn, stimmt nicht. Aber jetzt soll es losgehen hier. Ja, sei mal eins meiner ESD-Mikro-PZ, das ich mich schon lang begleitet, was ich habe, ist hier von Vera. Das sind jeweils 5, also insgesamt 20 Mikro-Werkzeuge dabei. Das sind viele Torx und auch Schraubendreher. Und die Kamera, die hat auch so eine Funktion, die stellt jetzt immer alles scharf. Haha, geil. Und ein ESD-Griff dazu. Frage ich mal aus. Die kann man dann da reinstecken. Das ist wahrscheinlich die kleinste Nuss, so Zweier meine ich. Und dann verriegeln. Ja, dann heben die auch. Und da kann man schon ganz gut so feinmechanische Dinge damit bearbeiten. Also hauptsächlich sind die Dinger geeignet für Feinmechaniker, Modellbauer und Elektroniker. Wenn man mal so Handy oder sowas reparieren möchte, ist man ganz froh, wenn man solche dissipativen Werkzeuge hat. Aha, ich habe mich schlau gemacht und mich eingelesen. Dissipation ist, wenn eigentlich in der Physik elektrische Spannung durch makromechanische Umstände in Temperatur umgewandelt wird. Und das nutzt man hier auch beim ESD-Werkzeug, um halt einfach Energie abzuführen, dass die Elektronik nicht beschädigt wird. So, und dann war ich nicht ganz happy über dieses Vera-Set, war aber nicht alles dabei zum Schrauben, was ich mir gewünscht habe. Es sind auch relativ hochpreisig. Und dann habe ich mir das Mikro-PZ geholt. Das war dann zwar nicht mehr zum Austauschen, so wie hier, aber da sind ja schon ein paar mehr Werkzeuge drin, wie ihr vielleicht sehen könnt. Dann steht auch wieder schön oben, also Schlitz, Schrauben, Dreher, Kreuz und dann diese drei faltigen, nenne ich sie jetzt einmal, drei flankigen Schraubendreher, Kreuzschraubendreher, auch diese Sicherheits- oder BOs, Torx oder TXBO heißen die ja dann, in allen verschiedenen Varianten, auch hier schön farblich gekennzeichnet, so wie man es von Vera kennt, und einfach auch eine tolle Sache. Allerdings, ja, auch wieder relativ hochpreisig. Und deswegen bin ich auch ganz froh um den Tipp. Vorher kannte ich nur diesen tollen Mikro-PZ von Mi. Das ist auch eigentlich eine Kooperation mit Viha, die den haben. Das ist hier magnetisch eigentlich so ziemlich alles drin. Kennt ihr vielleicht von meinem Black Beauty Video? Da gibt es das auch in Schwarz, ne? Das Ganze. Das pH1, das größte, was drin ist. Ja, dann geht es runter bis pH00 und sogar nochmal eins kleiner. Es sind H-Schraubendreher, also Sechskant dabei. Torx 9 sehe ich da. 8, 6, 5, 4, 3,
2, T2 und auch ein T10 ist drin. Und ein W-Kopf ist dabei. Also ganz für ganz spezielle Spezialanwendungen. Also coole Kassette in so einem Aluminiumgehäuse. Es rastet da ein. Und finde ich, macht auch richtig was her. So, Karl-Heinz, vielen Dank für deinen Tipp. Habt ihr ja schon gehört, im Eröffnungsvideo bin ich immer glücklich. Schauen wir mal hier in das tolle Mikrobitze rein, was es von Viha gibt. Da ist einmal so ein SD-Halter drin. Ja, da ist ein bisschen hier die Kunststoffeinlage abgeschmirgelt, wo eben diese kleinen Bits reinpassen. Und dann hier ist hier ein Schaumstoff, das ist nicht kleppert, das ist eine tolle Blechschatulle. Und da steht jetzt auch alles drin, alles droben, was drin ist. Auf die Kamera stellt es scharf und man kann es lesen. Also, Schlitz von 0,8 bis 4 mm. Philips 0, 3x die 0 bis 1, 1/4 Zoll Adapter. Ein Picro Finish ESD Griff. Eine Verlängerung 100 mm. Okay, dann war der Adapter 1/4 Zoll. Mal gucken, das wird das hier sein, jawohl. Eine Bitratsche. Und die hat mich gleich erinnert an nochmal ein anderes Bitset, was ich habe von Viha. Also das ist, glaube ich, aus Schweden kommen. Auch ganz klein. Und da ist auch diese kleine, aber feine Bitratsche dabei. Und das hat mich dann auch wieder auf Idee gebracht. Mache ich auch noch ein Video zu Bitratschen. Habe ich auch nämlich einige mir besorgt. Ja, und da kann man halt einmal die Verlängerung hier reinbauen, habt ihr das mal gesehen. Und ich kann auch durch diese, durch den Adapter, hier 1/4 Zoll Sechskant, auch, sage ich mal, normale Bithalter das reinmachen. Da habe ich auch einige ESD-Bithalter, das ist eine tolle Sache. Und ich habe meine Mikroratsche dabei und die kann 5 Grad, das heißt mir auf engen Bauräumen, ist mir da gut aufgestellt. Der Kasten kostet UVP eigentlich 200 Euro, aber ich habe ihn gekriegt um die 88 Euro. Und das verlinke ich euch auch. Unten, also, das ist schon was wirklich Cooles. Und jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich euch noch zeigen wollte. Und zwar ist es mein Modellbauwerkzeug. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo ich das hingemacht habe. Weil, ja, ich weiß es, weil da ist nämlich auch was dabei, wo so fein ist und filigran. Okay, ich weiß es doch nicht. Doch, da ist es. Und zwar von Drexis, habt ihr schon mal gesehen vielleicht, bei meinen Modellbauwerkzeugen. Da sind auch nochmal so Nüsse dabei. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo ich da dran gedacht habe. Da sind auch zollige Einsätze dabei, von 1/16 bis 5/16 Zoll und hier die Nüsse sind dabei bis 3,5, also von 1,5 bis 5,5 und dann 5/64 bis 7/32. Und da sind auch, sage ich mal, feinere Einsätze drin, gerade so, ich meine, es ist, steht oben H15, also 6-Kante 15er, schon relativ klein und dann halt von 4 bis 8 ein bisschen größer. Jetzt kann man vielleicht auch noch sagen, das Tolle ist halt hier, dass der so tollen Griff hat. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob die Verlängerung da rein machen kann. Ja, die passt. Wahnsinn. Und das Coole ist halt, den kann man schön rausziehen und nach hinten rutscht er dann immer weg. Und das ist auch ein Bitratschendreher. Und wenn man solche Sets hat, kann man ja mal ganz toll kombinieren, wenn man so feine Sachen machen möchte. Da bin ich ein bisschen hingeflogen mit dem großen Set, das war richtig teuer und hat dann funktioniert, weil da war auch so 6-Kant-Bit dabei, 1/4 Zoll 6-Kant-Bit dabei, Adapter. Nur hat das nicht gut in den Griff passt. Ich glaube auch bei einem meiner Modellbau-Videos zu sehen. Also, abschließend kann ich sagen, ein ganz toller Bitsatz und ich bin echt froh um den Tipp, weil genau sowas habe ich gesucht. Meine Ansätze waren hiermit. Und wenn ich überlege, was die kosten, dann ärgert es mir jetzt fast schon ein bisschen, dass da eigentlich für unter 100 Euro alles dabei ist, was so ein Feinmechaniker braucht. ESD-fähig,
Ich habe gelesen, Oberflächenwiderstand hier von dem Griff 106 bis 109. Oben, dass das schön wegläuft, mit der Knarre halt schön präzise für kleine Bauräume. In dem Ordnungssystem ist alles zeitsparend und such- und orientierungsoptimiert zu finden. Und das sind halt einfach Werkzeuge für Fingerspitzengefühl, meiner Meinung nach Grundausstattung für die Werkstatt, gerade wenn man sensibel schrauben muss oder filigrane Gewinde hat. Und die Norm dazu ist die EC61340-1 oder sowas. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Schaut mal wieder rein und immer wieder gerne gehe auf eure Tipps ein und hoffe, dass es euch auch gefällt. Und